für Tag 4, Ladies and Gentlemen. Wir haben heute Hugos Lieblingstag, Freunde. Weil wir werden heute einen Cybertruck mieten. Hey, man. I saw you guys coming out. I didn't know that. Yeah. Is anything we should, like, watch out for? I mean, if you're used to Teslas, the only thing, I think, the steer-by-wire wire, the turn radius is, like, very, like, tight. Which is a good thing, you know? When you're driving, usually, like, the car is, like, a lot longer. So while you're driving it, just stainless steel, right? Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Yeah. Okay. Don't like shoot it with stuff though. Okay. All right, Chad. Wenn hier ein Fahrer dagegen kommt, Junge. Ey, ganz kurz. Vergleich mal bitte diese Ecke mit der da drüben. Ja, komm mal rüber. Bro. Check das ab. Schau mal. Hier könnte man mit ein bisschen guten Willen sagen, okay, das war mal gerade. Vielleicht ist er gegengefahren. Ja, das ging gefahren. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber es kann auch sein, dass einfach so fahren. Nein, das ging gefahren. Wer fährt? Nee, ich will nicht fahren. Ich fahr. Entweder Hugo oder Rezmann, sag ich. Bitte. Ich sag ehrlich, Rezmann fährt halt am besten von uns. Ich fahr auch gut. Ich würde dich, Hugo, ich würde dich einfach in so einem geschlossenen Bereich fahren lassen. Bitte. Also, passt du wirklich auf? Wenn du, ich pass auf. Natürlich pass ich auf. Wenn du mir jetzt Wallahi versprichst, Wallahi, ich mach dass du aufpasst und ich pack und so weiter, dann würde ich dir das gönnen, weil du so ein Fan bist, dass du uns erst fahren darfst. Ja. Alright? Ja. Okay. Ich mach nichts. Okay, Bruder. Pass auf. Okay, das ist toll. Alter, oh mein Gott. Oh, hier drin ist schon voll. Alter, geil. Hier drin ist schon krass, Leute. Oh mein Gott. Oh, hier drin ist es schon. Hier drin ist schon eine Nummer, Alter. Alter, das ist crazy. Guck mal, wie geil das alles aussieht hier. Bro, wir haben halt hier auch den hier, ne? Das ist schon eine Nummer hier, Alter. Können wir hier noch so die Music steuern? Das ist ja krass. Oh shit, ja. Yeah. Ist da? Oh, da ist geil! Wir können Twitch schauen. Wir können während wir fahren Twitch schauen. Jo, wir könnten in den Kofferraum schauen. Schaut mal. Dreht euch mal um. Ah, hier, ich kann. Mach zu. Was machst du jetzt? Weil wir haben den Kofferraum hier aufgemacht. So, jetzt ist zu und jetzt mach ich hier zu. Ey, Bruder, ich glaube, das ist einfach ganz zu. Ja, das ist falsch. Das Ding ist 10 cm weit auf. Nein, die haben eine Toleranz von 10 cm. Ja, die haben hier so. Warte, steig mal kurz aus, Miguel. Kannst du es mal kurz Chat zeigen, wie weit es jetzt zu ist? Bruder, ich. Also, ja, ich kenne mich damit. Mach auf und wieder zu. Das Ding kostet doch nur 120.000 Euro. Das ist doch in Ordnung. Einen halb funktionierenden Touchscreen für 120.000 Euro. Für einen Kofferraum, der nur so zur Hälfte zugeht, ne? Also das. Spieler mit die ganze Zeit hinten, Digga, so geil. Also ich finde, so 10 cm Öffnung beim Kofferraum kann man erdulden. Das ist halt klar, die arbeiten noch ein bisschen an ihrer Quali. Guck mal, Leute, klar, die Spaltmaße und so, 10 cm. Ich krieg das nicht zu, Mann. Ja, komm, lass uns erstmal losfahren. Ja. Bitte, Bruder, bau keinen Unfall, Ruhe. Leck mein Schlund, Digga. Okay, wo fahren wir hin? Nimm so einen Kilometer entfernt. Ja, nimm so eine Meile, ja. Okay, perfekt. Okay, wir fahren. Bei der Donzelli Light. Bro, das gucken uns auch viele Leute an, ne? Viele Leute sind so, what the fuck? Oh, say that. Yeah, ein Cybertruck und sowas. Ey, Junge, kannst du den ganzen Tag so acten, als wär's deiner? Ja. Okay, gut. We're driving the Cybertruck. It's a Cybertruck from Tesla. I buy it right now. You bought it? Yeah. We bought it just over there. Take care, you too, man. Was hat er am Ende gesagt? Er hat gesagt, it's a rental though, right? Er hat es durchschaut, Leute. Er hat es durchschaut. Alter, ich bin sehr fett, ne? What the fuck? Oh mein Gott, das war so schnell, Bro. Oder geht doch eine kleine Vorwarnung. Oh mein Gott, Bro. Das war doch nicht alles, Jungs. Das war noch nicht alles. Oh mein Gott, Digga. Da sind Fußgänger. Fußgänger, Hugo. Was? Fahr dich die Fußgänger tot. Ja, so. Ich wäre ja stehen geblieben. Chill mal. Oder mit dem Auto schneidest du die Fußgänger glatt in zwei. Chill mal, Alter. Eine Sekunde, bevor du die Fußgänger da abgepult hast, hast du gesagt, das war doch nicht alles. Ja. Deswegen wusste ich nicht ganz, weißt du. Heilige Maria! Okay, ist schon geil. Also wir sind natürlich immer im Speedlimit. Ist ja klar. Ist schon geil. Ja, also dass der Kofferraum nicht schießt, ist ehrlich Arsch. Ja. Und ja, das ist aber... Das. Was denn? Oh. Ey, Hugo, hat das auch die Funktion, dass wir so nach draußen reden können? Ja. Das ist geil, dass wir so viel brauchen. Aber ich glaube nicht. Hello guys, we're driving a Cybertruck. Yo! Oh mein Gott. Oh.
Mach bitte die Starbucks-Bestellung über den Lautsprecher. Oh nein, oh mein Gott, nein. Nein, oh nein. Hello guys, I want one mocha large. Ich hätte gerne einen Double Espresso. Können wir den mit Megafon bestellen? Ich will, ja, meine ich ja. Ja. Ich will, dass meine Stimme so klingt, wie als wäre ich, keine Ahnung, Optimus Prime. Ja. Hi, what can I get for you? Was heute? One vanilla prosciutto. Macchiato? Vanilla bean prosciutto? Yeah. Okay. And one double espresso. One double espresso? Where drop your espresso, Granville? Was willst du nochmal? Yeah, you want a Doppio espresso with five stuff? One Saba. Saba Berry Lemonade Starbucks Refresher. Okay, for your Doppio, what size step did you want in it? For espresso, which size? Big. Sorry, I cannot speak English. for me, summer berry Starbucks refresher lemonade. Okay, you want another one? Yeah, exactly. Okay, what size? Anything else? No, it's all. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Mann, die sieht voll nett aus und ihr habt die alle fertig gemacht. Na, du hast die richtig fertig gemacht. Ich hab einfach normal mit ihr geredet. Würdest du sagen, das war normal? Ja, Bruder, du kommst mit Summer Double Crazy. Du hast das Gleiche. Ja, weil das geil aus da. Ja, deswegen hab ich's ja genommen. What the fuck? Oh, hier, es geht auf. Oh mein Gott, die haben es aufgemacht gerade. Das sieht schon fresh aus. Natürlich sieht das fresh aus, Digga. Wer hat rede nicht. Oh, ich steck mal jetzt meinen Finger rein. Ja, dann lass Fingertest jetzt machen. Den großen Bananentest. Wir nehmen diese Banane und tun sie hier rein, an diese extrem scharfe, schlecht verarbeitete Kante. Close the trunk. One moment, I'm programming a sick beat, bro. Alright, listen up. I'm doing some cooking right okay. Here. Okay, that's your moment. Okay, oh. Bro, ehrlich, das ist der Gewiss. Sitze hier mit Cybertruck Mack. Okay. Bin am Mack und habe einen Sack. Oh. Esse gerne Burgies. Aber habe ein Emergency. Finger in the trunk. Überfalle eine Bank. Bro, mach jetzt Pause. Ich dachte immer, du rappst so offbeat, weil du das Delay zwischen deinem Headset und dem Mikrofon hast. Aber du rappst einfach offbeat, Bro. Bruder, ich muss. Deutsche Blueface, Alter. Ey, das macht Überbock. Ja, das Tesla, ist wie. Tesla, Bruder. Wer kennt noch früher Sony Ericsson Handy, diese Musikmach-App, wo man so Trompete, Trommel und so machen konnte? Kennt ihr noch? Nee. Sony Ericsson? Das war auch. Okay, Bro. Kannst du jetzt den Trunk einmal schließen, bitte? Alright, Chef, wir testen es jetzt. Let's go. Okay, mach. Da, bitte. Mach. Ja, oh, okay. Okay. Guck, ich mach meine Finger. Nein, Bro. Soll ich? Nein, mach nicht, Hugo, bitte. Bruder, wenn der bei der Banane nichts gemacht hat. Bruder, guck mal, wie ich hier aussieht. Film? Okay, mach nochmal, ich mach jetzt hier. Wir gucken jetzt, was passiert, wenn es Hugos Finger gewesen wäre, okay? Okay. Ich mach jetzt Finger. Oh nein, mein Bruder. Ist das Film oder nicht? Das ist dumm. Oh, bitte mach das nicht. Bitte mach es nicht. Okay, mach nochmal. Ich will nochmal die Banane. Noch einmal will ich die Banane. Ich mach es mal hier vorne hin. Das ist überall einmal. Oh, guck mal. Nein, Bro, das ist ultra dumm. Mach es. Oh mein Gott. Wow. Stark. Hast du gemacht? Löwe. Space Trap. Also jetzt wäre es wahrscheinlich nicht so geil gewesen, wenn du hier so deinen Finger dazwischen gehabt hättest, würde ich sagen. Er hat Hugo, ganz kurz, Pressesprecher von Tesla, Hugo. Statement zu der Situation. Er hat das Ganze manipuliert. Ich sag euch, was Statement. Ich weiß ganz genau, was du gemacht hast. Statement, er hat Hugo. Dreimal ist nichts passiert, aber die Banane ist ja zermatscht. Und wenn die zermatscht ist, ist sie nicht mehr so fest. Und deswegen ist es so zugegangen. Er hat alles manipuliert. Ich mach jetzt drei Finger daran, es wird nichts passieren. Oh mein Gott, Hugo, bitte, das ist so dumm. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Oh. Aber das Geilste ist, wenn man, ich kann nämlich Hugo die ganze Zeit ins Gesicht schauen, wenn er sehen. Und es ist kurz so. Ja, ich hab vor ihr gewusst. Aber jetzt mal Real Talk, es muss doch möglich sein, dass man dieses Verschlussding hier komplett runter macht. Alter, hier ist Licht und so. Guck mal. Das ist einfach kaputt, Bro. Wir wurden gefickt, Bro. Jemand hat uns einen Tipp gegeben, wie wir das vielleicht fixen können selber. Jo. Was denn? Wir müssen das Cybertruck-Logo für 5 Sekunden halten. Dann Service eingeben und dann muss man so ein paar Sachen einstellen, dann können wir das kalibrieren hinbewegen. Was sollen wir machen? Ja, let's try. Da war keine Animation. Oh! Jetzt Service eingeben wohl. Alter! Vielleicht ficken das wir uns das auch so. Nie. Vielleicht ficken wir uns das auch so. Können wir den schneller machen jetzt? Und jetzt müsste da irgendwas mit Kalibrieren sein oder so. Tono. Hä, das ist ja wie fucking bei Nintendo oder so, Bro. Bro, was genau machen wir jetzt gerade mit dieser Charakter? Der fährt hoch! Es geht auf! Digga, wir fixen das! Digga, wir haben das scheiß Ding gejailbreakt. Ja! Gefixt! Ja! Easy! Geil! Oder wir haben diesen Guy hier seine Karre repariert, Bro. Dafür sollten wir Geld zurückbekommen. Versucht mal bitte gleich so zu tun, als wärt ihr entführt worden. Und schaut mal, ob ihr euch von befreit. Versucht euch mal selber zu befreien. Genau, ich helfe euch nicht. Könnt ihr uns hören? Hallo? Sorry! Wir haben gedacht, wir sind hier gerade zu zweit. Digga, jetzt können wir das Spiel spielen mit der Hand hier, ne? Ja, Bruder, das wollen wir? Tot das meine ich, das ist tot, Alter. Okay, geht doch, das geht jetzt. Drei, Wartet noch! Boah, das ist tot, halt. Ey, Real Talk, ich glaube, ich gewinne gegen euch alle. Nein, Bro. Okay. Ja, dann mach so lange du kannst jetzt. Gegen Wieland. 3, 2, 1. Boah, nee, das tut weh, Alter. Halt mal so lange, wie du kannst. Es tut schon weh, aber ich kann meinen Schmerz channeln. Warte, ich muss die Mütze umdrehen dafür. Bruder, du kriegst aber, du verletzt dich auch einfach. Das hat weh, Alter. Ja, natürlich tut's weh. Ist das eine Scheißaufgabe, Alter. Meinst du, wir können jetzt ein Ei drauf braten? Boah. Retalk, das würde gehen. Alter, wir haben jetzt im ersten LA-Urlaub haben wir versucht, ein Ei auf der Motorhaube zu braten. Und ich glaube, hier wird es gehen. Ja, lass Ei holen. Wollen wir Ei holen? Ja, wir holen Ei und probieren das. Das wird halt runterrutschen, ne? Nein, hier vorne. Ja, da nicht vorne. Warte, ist es vorne auch heiß? Don't be gentle, it's a rental. Wir braten ein Ei auf der Motorhaube. Ey, Bro, eigentlich müssen wir es machen. Ja, die kleinste Packung, Bro. Die kleinste Packung sind 12 Eier. Ich meine, wir nehmen die mit nach Hause, juckt eigentlich, oder? Alright, let's go. You ask of egg. Brauchen wir sonst etwas? Der Pfannwender? Bacon. Pfannwender-Skin. Ja, aber so einen mit Gummi. Das wäre echt gut mit Gummi halt. Ja. Guck mal, das ist perfekt, das ist so Hartplastik. Damit können wir das richtig schön runter. Lieber Gummi, gut. Oder nicht? Ich glaube, das hier ist gut. Ja, haben wir Salz? Okay, jetzt wird's try hard. Nee, Salz nicht, weil das zerkratzt. Boah, das ist ernst, übelst heiß. Hier, du darfst. Boah, das ist turbo heiß, Bro. Du darfst wenden, ich schlag's auf, okay? Okay. Ey, Jungs, wir machen's. Oh, das hält. Das wird weiß, oder? Oh nein, es rutscht. Halt dagegen. Ja, lass ein bisschen hoch. Das ist das dumm, Digga. Das ist nichts, Leute. Das ist aber crazy. Also, der Hit, das Ding, man kann das keine 2 Sekunden anfassen. Ey, aber das wird hier schon weiß. Guck mal da. Ja, ein bisschen wird. Oder das ist Sperma vom Huhn. Guck mal, also hier am Rand haben wir ein Spiegelei. So ein 2 mm dickes. Hauchdünnes Spiegelei. Ja, das wird nichts, Leute. Wessen Idee war das? Wieland. Ich war, glaube ich, an sich. Oh, das ist tot, Leute. Was machen wir jetzt mit dem Ei? Man muss das essen. Ja. Oh, ich check nicht, dass das nicht reicht. Bruder, das ist so heiß. Was ist, wenn wir jetzt mal kurz 2 Minuten da lassen? Ja, wir können es lassen. Ey, vielen Dank, dass wir den Cybertruck ausleihen durften, lieber Vermieter. Ja, Mann. War echt eine geile Zeit, wie man sieht. Ja, aber wollen wir es jetzt schnell runter machen, bevor es arschst? Ja, wir müssen es runter machen. Ach, Mann. Auch viel Bad, Mensch. Das wäre so sick gewesen, Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob man erkennt, dass wir da Leih drauf haben. Partner! Als ob nie jemand irgendwas gemacht hätte. Ja, ne? Das ist wie neu. Sauberer war das Ding auch vorher nicht. Schade, Chat. Experiment, schiefgegangen. Fit Batman. Aber irgendwann werden wir es hinbekommen. Irgendwann werden wir in irgendeinem verfickten Ort sein, wo es so warm ist, dass die Scheiße klappt. Ich werde es noch ein drittes Mal probieren und irgendwann wird die Scheiße funktionieren. Wir haben es jetzt 2-mal versucht, 2-mal gechoked. Irgendwann, Chat, irgendwann kommen wir wieder und dann wird es funktionieren. Trust me.